Wir sind hier mitten im Kraichgau, im Kraichgauer Hügelland, in einem Lebensraum, der hier einfach hergehört. Steinbruch, Lehm, Löss, Steine, Buntsandsteine. Das gehört hier zum Steinbruch Nussloch. Und zwar ist es der östlichste Teil, in dem noch abgebaut wird. Und wir sind hier im Reich der Bienenfresser. Bienenfresser sind an für sich wärmeliebende Vögel im Mittelmeerraum. Die gehören zu den Spinnen. Und der einzige europäische ist der Bienenfresser. Und sie sind hier, weil hier einfach alles passt. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich Bienenfresser wäre und würde über diese Landschaft fliegen, dann würde ich für mich sagen, ja, hier kann ich meine Röhren bauen. Die Wände sind da. Das ist das eine. Aber was er ganz wichtig auch braucht für die Nahrung, ist in der Umgebung Grünland. Es gibt ringsherum die Imkerei, die Wanderimkerei. Wir haben Gewässer, wir haben die Weidewirtschaft, was auch wichtig ist. Und der Steinbruch ist halt auch ein Gebiet, wo sie ungestört sind, wo sie sich, ja, wo sie ohne menschlichen Zutun einfach in Ruhe ihre Brut aufziehen können. Und deshalb ist es hier Bienenfresserland. Ja, wir sind zum einen alle NABU-Mitglieder und wir sind alle Mitglied bei der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar. Die wurde vor 3 Jahren gegründet und kurz danach haben wir eine Bienenfresser-Arbeitsgemeinschaft gegründet. Ah, hier kommt einer wieder. Ja. Der fliegt jetzt in das Loch, wo wir es auch gehabt haben. Ja. Wir wollen erst mal wissen, wie der Bruterfolg ist hier. Den haben wir auch von den letzten 2 Jahren ermittelt und melden das natürlich auch weiter an ornithologische Gesellschaften, die das Gesamtbild dann in Deutschland auch im Auge haben. Ja, nebenher gucken wir auch, soweit es geht, welche Nahrung sie zu sich nehmen, wo sie die Nahrung herholen, jetzt besonders in den schlechten Zeiten. Das äußerste Ziel ist wirklich, Steinbruchbetreibern Hilfe zu geben durch unsere Erfahrung und durch die Beobachtung, wie man, wenn Steinbrüche renaturiert werden oder auch in laufenden Steinbrüchen, trotzdem man diese Vögel ihnen die Möglichkeit geben kann, zu brüten. Man verändert ja die Landschaft. Das heißt, man greift ja tief in die Landschaft ein. Im Endeffekt sieht sie nichts mehr aus wie vorher. Aber mit der Veränderung schafft man aber auch Lebensräume, wie jetzt, ich nehme jetzt speziell die Uferschwalben, weil, oder natürlich auch für die Bienenfresser. Und die Menschen, die hier wohnen, identifizieren sich mit diesen bunten Vögeln auch. Der Bienenfresser als Symbolvogel für einen Steinbruch kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Also so bunt ist schon exotisch. Ich kenne kaum einen schöneren Vogel, vielleicht den Eisvogel noch, wie den Bienenfresser.